Die Bauern haben hoffentlich mehr als Haken und Schaufeln. Legen wir los, Danny. Viel Glück da draußen. Wir haben El Tigre auf unserer Seite. Was für eine Rede, oder? Hey, ich fahre zum Hotel. Ich kann... Oh Mann! Du machst diese Mission? Aber hallo, ich hasse Zahnärzte. Ich auch. Das heißt, wenn man in ihrem Stuhl sitzt, gibt man entweder Informationen her oder sein Leben. Oder beides. Dann sollte ich Hugo wohl schnellstmöglich finden. Unsere Späherin ist schon vor Ort und wird dir helfen. Hast du vorhin Yelena gehört? Das ist die Stimme, die wir brauchen. Ist manchmal schwer zu sagen, ob wir gewinnen oder verlieren, weißt du? Am Ende werden wir gewinnen. Das verspreche ich dir. Was wollen Sie hier? Lieferung vom Oberkommando. Alles klar, einmal aufmachen. Wir werfen einen Blick rein. Ich weiß nicht. Das darf eigentlich nur der Boss öffnen. Nicht mal ich weiß, was da drin ist. Was soll das denn bitte heißen? Hey, ich befolge nur Befehle. Mach ruhig auf, aber die Zahnärztin meinte, niemand darf einen Blick reinwerfen. Ach, wie ist das? Egal, weiterfahren. Ich bin hier in einem großen Hotel auf einem Berg. Sieht nobel aus. Ja, das Grand Hotel Caballero. Seit 1740 war das ein Militärgefängnis. Dann ein Hotel, dann wieder ein Gefängnis und wieder ein Hotel. Sieht nicht so aus, als könnte man dort reservieren. Wenn Castillo da ist, muss man immer auschecken. Wie lange machen wir das weiter? Keine Ahnung, meine Witze sind ausgebucht. Ich lege jetzt auf. Danny, ich habe die Lage im Auge und bin in Position. Die Zahnärztin ist schon bei ihm. Pinga. Ich dachte, Zahnärzte kommen immer zu spät. Diese hier leider nicht. Yelena, die Zahnärztin ist tot. La Morales ist erst einmal sicher. Das sind
echt gute Neuigkeiten, Danny. Oh, und ich arbeite an einem Geschenk für dich. Was denn? Das Hotel. Ich übernehme es. Wir haben hier den letzten Guerillero gefunden. Sicher, dass du nicht zu La Moral gehörst? Ich meine ja nur. Komm her. Was sollte die Bevölkerung Yaras über diesen Konflikt wissen? Konflikt? Es läuft alles wie immer. Trotz der ganzen Gerüchte gibt es keinen Krieg, zumindest nicht im Osten von Yara. Stimmt's, Admiralin? Das ist kein Krieg. Ja. Die Verbrecher von Libertad werden gestoppt. Ja. Sie sind wenige, wir sind viele. Hört ihr das? Libertad? Die Frau ist knallhart und meint es ernst. Und was ist mit der gewalttätigen Bande, die man als La Moral kennt? Jeder, der Yaras Militär angreift oder... Unsere Wirtschaftsinteressen ist kein wahrer Yaraner. Meine Strategie dagegen lautet... Und ich helfe bei dieser Strategie. Ich habe Jahrzehnte Erfahrung. Ich habe eine Sicherheitsfirma. Der Osten ist sicher. Habe ich recht? Ja. No prio capis, por nada.
Und Kat, bin weg. Signor Presidente. Admiralin, schön, Ihre Stimme zu hören. Dürfte ich fragen, wie es sein kann, dass eine Gruppe Schulkinder in El Este für die größten Verluste der kämpfenden Truppen in diesem Krieg verantwortlich ist? Admiralin. Sie haben Unterstützung von Libertad und den Legenden. Ich habe Ihre Karriere stets interessiert verfolgt. Wählte Sie persönlich aus. Aber machen Sie sich nichts vor, es standen erfahrenere, qualifiziertere und intelligentere Offiziere zur Wahl. Sie sind nur aus einem Grund aufgefallen. Sie, Señor Presidente. Sie waren eine Frau in Uniform. Und nun könnten Sie die höchstrangigste Frau werden, deren Kopf je aufgespießt wurde. Gracias, Señor Presidente. Hey, na? Solltest du nachgehen. Aber was hast du für mich? Danny, wir haben Waffen, Munition und die perfekte Gelegenheit für einen Hinterhalt. Uns fehlt nur noch deine Erfahrung. Gracias. Noch nicht. Glaubst du nicht, ich schaff das allein? Die Leute müssen das Gefühl haben, Teil des Kampfes zu sein. Und die haben Raketenwerfer und anderes geiles Zeug. Denk dran, der Star ist die Mannschaft. Aber ich gewinne lieber alleine. Schon gut. Dann schicken wir die Leute von der Leste an den Strand, während du Castillo alleine stürzt.
Das war ein Scherz. Ich denke drüber nach, deine Superfans zu rekrutieren. Gracias. Die Yankees haben das Ding sicher geliebt. Riecht bestimmt noch nach Käse. Lime. Bloß auf, Danny. Buenas noches.
Ja.